Alter, was ist diese Scheiße? Mich nicht filmen! Lass einfach den Wimpel und nicht, dass hier Musik machst mit dem Ding! Wer ist das? Hat jemand gestern Dings alle Volleyball geguckt? Die Deutschen? Was, die Deutschen, Mann? Russland gegen Kroatien. Nee. Alter, die Kroaten, ey. Gut oder was? Ein paar Säue wieder mit bei. Grönland! Ich hab ihn fallen lassen. Was ist denn hier los da? Wir haben ja gezogen. Ja, das ist ein bisschen easy geworden. Arm in Arm, wie auch immer. Rücken wir uns hin, weil der ganz locker ist, so besser. Nein, ich hocke mich nicht. Ich bin, muss ich sagen, ich bin noch ein bisschen pingelig dafür jetzt. Ja, ist doch kein Problem. Kannst du immer schneiden, ne? Das ist schwer. Alter. Darfst du mir schneiden? Also wir können ruhig auch rumkasten, wie auch immer. Oder wenn was nicht schief geht, das ist ja mit Sicherheit nicht. Genau. Wer ist die Zwei bei euch, Schröder? Also, Gunja, bist du das? Ja. Er ist noch immer am Ball, das könnte was werden. Zu schnell. Was? Was denn? Boom, Alter! Was soll das denn? Alter? Mach gar nichts, ey. Was wolltest du da? Was wolltest du yeah. Was soll das denn? Schießt er? Weiß ich nicht, welche. Heute Morgen bin ich fröhlich aufgewacht, hab meine Sachen rausgelegt und an Fußball gedacht. Die Drillerpfeife noch einmal geputzt und dann die Karten eingepackt, damit ich verbannen kann. Hey! Das Spiel beginnt am Nachmittag. Die trinkt dann schön. Die trinkt dann schön. Ich hab Schmerzen. Erfurt spielt gut, doch fehlt es. Jetzt fängst du an, alles kompliziert zu machen. Die Abgeklärtheit. Ein Spieler fällt hin. Er war doch schon fast im Strafraum. Ich pfeife 11 Meter. Steht für elegantes Spiel. Ich war so sehr dabei. Ich war so sehr dabei.
und Blut ist tot. RWE, bis in den Tod. Sein erstes Tor für RWE, dabei ist er eigentlich gar nicht fürs Toreschießen zuständig. Ich muss vielleicht mal sagen, dass jetzt das aus den letzten Jahren so gekommen ist mit diesen sogenannten Ostderbys. Diese Mannschaften, die jetzt hier gegeneinander spielen, haben jahrelang in der ehemaligen Oberliga gegeneinander gespielt. Und jetzt mittlerweile gibt es in dieser Regionalliga mehr Mannschaften aus den alten Bundesländern. Deshalb wird das jetzt ein bisschen hochgepusht mit diesen sogenannten Ostderbys. Und sonst, ich sehe das so, als ob das normale Spiele sind, wie alle anderen auch. Glücklich. Ich hab das noch gesagt, wir gewinnen, Alter. 4-1. Jamil, zweimal Dennis Wolf, einmal Albert Bunyaku. Es läuft besser ohne dich, oder? Ohne mich? Ja. Soll auch laufen, ne? Wenn ich nicht dabei bin. Ne? Aber gegen Lübeck bin ich wieder dabei. Dann gibt es einen Doppelpack von mir. Zum Torwarttraining. Bis jetzt sehr gut, heute erste Einheit. Aber ich denke, es wird noch schlimmer. Ich denke, er striezt uns richtig noch. Ich weiß, was ich kann, das versuche ich zu verbessern und das, was ich nicht kann, das versuche ich mir anzueignen. Also das merkt man ja, wenn man aus der 6. Liga plötzlich einen Sprung in die Regionalliga macht, ist fußballerisch doch schon einiges mehr geboten. Das ist ein ordentliches Verhältnis, also wir respektieren uns erstmal beziehungsweise unser Torwarttrainer und er macht ein ordentliches Training, das bringt uns weiter und von daher, es gibt keine Probleme, denke ich. Also ich denke, ganz so dramatisch ist es, oder wie bei Kahn und Lehmann ist es nicht. Aber wie gesagt, Torhüter sind eigene Charaktere, eigentlich nur eigen oder beziehungsweise Alleingänger. Wie gesagt, ich habe Potenzial, vielleicht noch höher zu spielen. Irgendwann mal will ich Bundesliga spielen, das ist mein Traum.
Und das soll jetzt so schnell wie möglich passieren, weil ich war ja auch nicht mehr jünger. Ja, wunderbar. Super Verhältnisse. Macht Spaß. Vorbereitung, Torwarttraining ist immer herrlich, vor allem in der Sandkiste. Ich bin halt ein Befürworter von schnellen, gut Fußball spielenden, ambitionierten Leuten. Ich mag sehr gerne intellektuelle Spieler, die jung sind, die schnell sind und die gut Fußball spielen wollen. Und die einfach diesen Job als Profifußballer ganzheitlich begreifen. Dass sie halt wissen, dass nicht nur die 90 Minuten auf dem Platz am Wochenende dazugehören, sondern auch, dass sie Jahre, die sie als Profisportler oder als Profifußballer verbringen, so wie wir das auch tun, ausrichten auf diesen Job. Und wenn sie das schaffen, sind sie in der Regel auch erfolgreich. Und das sind so Parameter, die für uns auch wichtig sind. Und dann natürlich auch so ein paar charakterliche Punkte. Wir haben eine Mannschaft, die sehr geschlossen auftritt, weil die Charakter gut zueinander passen. Wir haben jetzt da keinen Bruch und keine Gruppen zwischen Alt und Jung, Deutsche, Ausländer, sondern das ist eine geschlossene Einheit, wo sicherlich der eine den anderen mehr mag, aber trotz allem wir eine hohe Transparenz innerhalb der Gruppe haben. Da zählen auch die Physios dazu, da zählt der Zeugwart dazu, da zählen natürlich die Trainer dazu, da zählt am Rande auch ich dazu. Und wir haben eine Menge Spaß miteinander. Heute haben wir mal verloren, 2-1 gegen Oberhausen. Scheiße, wir hätten heute Erster werden können, aber leider 2-1 verloren. Wir hatten einen Haufen Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen oder Ausgleichstreffer zu machen, aber haben wir leider nicht gemacht. Naja, man gewinnt und verliert. Man sollte auch die Niederlagen verkraften und ja. Wohl drüben, dass wir die zweite Liga schaffen. Wird schwer, aber mindestens dritter. Nehmen wir an, das geht, und wenn es geht, jetzt weiter. Ja, das ist die Treue zum Verein, schon seit 30 Jahren. Die Tradition ist die Treue. Das ist bei mir und bei Ihnen ja. Wir sind schon seit Jahrzehnten, gehen wir hier hoch, und wir nehmen das letzte Geld und kaufen diese Dauerkarte, die haben Geld kostet, das heißt schon viel, wenn man als Rentner da sich eine Dauerkarte kauft. Hallo. Der Club ist eine Traditionsmannschaft und die muss durch Treue belohnt werden. Weil sie gut Fußball spielen? Einmal rot-weiß, immer rot-weiß. Yeah! When you walk along the beach, all right. See the boys and girls hand in hand. Ooh. Relax in the midday heat, all right. With an ice cream in your hand. Come on. Let me cling to you, baby, like a honeybee. Let us have a damn good time. I got a real good advice to get ourselves some action, cause baby, it sure feels right. Right. Like ice in the sunshine. Like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day. Like ice
eyes of the sunshine, like eyes of the sunshine, I'm melting away on a sunny day. So lovely. Hey, oh, baby, listen what I say. All right. Yeah, baby. Alright, listen, baby, listen. Ooh, come on, I like it. Baby, let your hair hang down. Give me some hugging and loving and a little bit of rubbing, cause baby, it yeah, sounds like fun. Well, I'll sing to your baby like a honeybee. Let's have a nach dem Training haben Sie wieder etwa eine Stunde Zeit für sich, auch mal duschen, ein bisschen vielleicht telefonieren, wie auch immer. Und 18 Uhr ist meistens so Abendessen mit zweiter Liga gucken, weil meistens ist es so, dass am Freitagabend das der Fall ist. Und Abendessen mit Fußball gucken, danach gegen 20 Uhr, aber ihr wart letztes Mal bei diesem Spielprogramm, wart ihr schon da. Kurze Besprechung und danach bis 11.30 Uhr Bettruhe. Dann hinten spielen Poker, Holz, die beiden Physios, Heller, Schnetzler, da sind die Pokerstars. Hey Novak, was ist mit dem Film? Ja! Wenn wir am Ball sind, kriegen wir kein Gegentor. Können wir nicht Gegentor kriegen. Außer wenn einer Eigentor schießt. So logisch ist das. Also, über unsere Spielweise werden wir uns. Die Spielweise, klar. Wir werden uns nochmal genau unterhalten, etwas detaillierter. Über unsere Mannschaft, über Gegner, wenn wir die aufstellen haben. Ich weiß, hier ist ja warm. Ich bin jetzt gleich fertig. Also, mir geht es nur darum, Männer, dass wir wirklich morgen als eine Mannschaft uns präsentieren, geschlossen, egal was passiert. Ich weiß, dass wir sehr gut Fußball spielen können. Ich weiß, dass wir auch hier morgen gewinnen können. Nutz mal diese Chance morgen aus. Und einfach spielen und nicht verspielt spielen. Effektiv. Das sind Sachen, die ich mal jedes Mal anspreche. Das müssen wir morgen umsetzen. Okay? Einverstanden? Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich kenne eigentlich noch recht viele. Es sind natürlich alles Fußballer und die meisten haben das Spiel jetzt morgen und können mich natürlich dann nicht besuchen. Aber zwei sind jetzt gesperrt gewesen hier. Schäbe und Palikutscher, die haben mich dann halt gerade besucht. Ganz, ganz locker ein bisschen unterhalten. Nichts Besonderes. Aber schon ein bisschen komisch hier. Wie oft ich hier gestorben bin, ne? Ja?
mir kommt es nicht so groß vor. Doch, glauben. Ja. Vielleicht, weil wir gerade im Stadion drin sind. Wenn du draußen bist, im Freien, sieht es groß aus, glaube ich. Richtig geil, Alter. Geiles Stadion. Guck mal, Benni laut. Ja, Mann, da ist er, Digga. Was ist hier? Stallone? Ja, das ist besser Kumpel von mir. Von dir? Stallone, ja? Spielt hinten rechts, spielt er. Ja? Oh, ey, nicht erschrecken. Wie war die Nacht? Oh, super geschlafen. Super geschlafen. Halb vier, oder? Nach dem Radler gut geschlafen. Wir haben es nicht ganz gehört. Nach einem Radler. Nein, war eine gute Nacht. Ich hoffe, dass wir heute 3 Punkte holen. Alles klar, wunderbar, passt. Auf geht's. Seid vorbereitet für heute. Ich habe gerade schon eure Gegner gesehen in der Stadt. Ja. Haben ganz schön die Hosen voll. Ja. Waren die noch am Weihnachtsmarkt vorher? Oder? Ja, eine Glühwein getrunken. Coole Sache. Hilft manchmal. Ich denke, der hat die ganze Saison bis jetzt sich sehr gut verhalten, hat auch gute Trainingsleistung angeboten letzte Zeit und auch diese Woche war beim Training auch etwas stärker als Matschkowek. Alle sehr verletzt und wehgetan, weil er natürlich auch ein Teil dieser Gemeinschaft war und sich da selber herausmanövriert hat und uns sportlich geschadet hat, das ist eindeutig. Aber das sind einfach alles Dinge, die im Fußball passieren können, mit denen muss man versuchen umzugehen. Thank you.
Ja, wir hatten dort auch aufgrund eigentlich guten Wetters optimale Bedingungen, hervorragende Trainingsplätze, auch was Hotel, Essen, alles drumherum anbelangt, konnten wir dort das, was wir uns vorgenommen haben, im mannschaftstaktischen Bereich ordentlich arbeiten. Vorbildfunktion. Mittagessen war 12.30 Uhr, dann eine kurze Ruhe, weil wir ja dann 15 oder 15.30 Uhr, je nachdem Training oder Spiel am Nachmittag hatten. Ey, Frikadelle mit Käse. Das meine ich. Und dann musst du nicht viel laufen, wenn du das machst. Dann musst du mehr laufen, wenn du nach vorne zu schnell stehst. Und dann gestikulierst du da. Aufgepasst! Gleich geht es los! Der Erfurter sind da! Denn wir werden siegen! Der Spieler. Also du musst meinen Tropfen nicht mitnehmen, ey. Hey, Hausi, warst du die letzten 10 Minuten so ein bisschen platt? Du bist 24 Stunden am Tag mit der Mannschaft zusammen. Das ist der größte Unterschied. Man lernt natürlich dann auch mal die persönliche, auch die private Seite eines Spielers kennen. Hast du einen Glücksbringer? Nein, habe ich nicht. Doch, sein Sohn, Dion. Das ist das Beste, was mir passieren konnte in meinem Leben, ja. Stimmt. Und du bist nach Erfurt gekommen, weil? Ich eine neue Herausforderung gesucht habe. RWE ist für dich? Eine schöne Erfahrung, ein schöner oder ein super Verein mit einem positiven Umfeld. Dein schönstes Erlebnis bei Rot-Weiß Erfurt war? Immer wieder die Weihnachtsfeier. Die RWE-Fans sind? Sehr geil. Albert Bunyaku ist? Mein bester Kumpel bei RWE und unsere größte Hoffnung für den Aufstieg. Uff, Alter, wieso jetzt so? Ja, Mann. So, das ist echt. Ja, grast du wieder drauf, ne? Wir haben dann sicherlich auch mal die Möglichkeit gefunden, nach Belecken einen Ausflug zu machen, mal 2-3 Stunden die Jungs auch mal losgehen zu lassen, einzukaufen, wer auch immer was mag. Und das ist natürlich dann mal eine Aufheiterung an sich, um mal was anderes zu sehen, außer nur das Hotel und Wind. Eine, zwei Runden anlaufen. Anlaufen, zwei Runden. Ich sag mal so,
die können gar nichts, Jenny, die können gar nichts. Man kann nicht flüchten, man kann nicht irgendwo abhauen, in dem Sinne, ja, man ist vor Ort. Die Neuen müssen sich wohl oder übel mit den Etablierten, die da sind, verständigen. Das bringt natürlich einen schnelleren Zusammenhalt und deshalb ist ein Trainingslager auch aus dieser Hinsicht immer schon positiv zu bewerten. Dein erster Kuss? Schon sehr lange her. Du bist nach Erfurt gekommen, weil? Weil ich unbedingt in einer ersten Mannschaft Fuß lassen wollte. Der WE ist für dich? Ein Traditionsverein. Dein schönstes Erlebnis bei Rot-Weiß war? Ja, ganz klar mein Tor in Wolfsburg. Die RWE-Fans sind? Ja, super. Dennis Wolf ist? Ein super netter Typ. Nach vorn gehauen. Spüren, ne? Ja! Ja! Milan! Guck mal, ne? Das ist das Schlimmste, weißt du? Wir jubeln ganz kurz, ne? Wir jubeln ganz, ganz kurz. Ja, weil ihr wisst, dass ihr verliert, dann würde ich auch nicht lange jubeln. Ja, Alter. Spielst du überhaupt mit? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Boom, Alter! Hey, gut gemacht! Bei Fußballern ist das generell so, die machen eigentlich alles, was mit dem Ball zu tun hat, machen sie gern. Ob das nun via Bildschirm ist, als Playstation, Xbox-Turnier, was sie da auch immer gemacht haben, ja. Als auch im Volleyball oder wenn jemand Tennis gespielt hätte oder so, ja, oder Fußballtennis. Das bringt natürlich Abwechslung zu diesen wichtigen Trainingseinheiten, die wir so vor Ort haben, aber dient natürlich dann auch immer wieder ein bisschen der Auflockerung und ja, des Wohlfühlens im Trainingslager. Başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya danca gidersin. Başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya danca gidersin. Anasının kuzusu, ciğerimin köşesi, kız bu neyin cakası. Den Pavel Dotjevic ist ein wirklich guter Trainer. Ich verstehe nicht richtig, warum der jetzt wieder zurückgegangen ist zu Paderborn. Das ist mir unerklärlich. Ich weiß nicht, das muss irgendein internes Verhältnis gewesen sein. Für uns kam es genau, für jeden sehr überraschend. Es war, ich kann mich noch erinnern, da haben wir das letzte Spiel gegen Halle gehabt. Einen Tag vorher haben wir das Abschlusstraining gemacht, hatten noch eine kleine Besprechung gehalten. Und dann nachts am Abend, wo jeder auf der Couch war, kam halt so ein überraschender Anruf vom Spielerrat. Also Bohne, Holzer, Kohl, Latte. Ja, und dann Schnetz, nicht zu vergessen. Ja, und dann war es halt eigentlich sehr überraschend für uns auch. Und, ja, aber solche Dinge passieren halt im Fußball. Das ist das Business im Fußball. Das ist halt so ein Tagesgeschäft, wie man das immer sagt. War scheiße, aber kann man nicht verhindern. Keine Worte dafür. Absolut keine Worte für so ein Verhalten. Grüß dich, Frank. Ja, ich meine, das, was Pavel Dotschev gemacht hat, ist in der Hinsicht vielleicht nicht ganz richtig gewesen, eine Mannschaft so kurz vor einem wichtigen Spiel zu verlassen. Und ich denke mal, er wird sich das selber auch durch den Kopf gehen lassen haben. Er wird seine eigene Meinung gehabt haben, aber richtig war es nicht. Wenn man das alles glauben kann, was in der Zeitung stand, war schon ein bisschen hart für die Mannschaft. Es war ganz schön scheiße von ihm, gerade die Woche vor dem Rückrundenstart abzuspringen. Also es hat bestimmt ganz schön Stress in die Mannschaft gebracht. Also ein ungünstiger Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Gut, wir waren alle enttäuscht. Der Pavel Dotschev war ein guter Mann. Aber die Art und Weise, wie er gegangen ist, hat uns alle, mehr als Fan, sehr enttäuscht. Ja.
er muss es wissen am Ende. Erfurt wird auch nicht sterben. Ich denke, dass Erfurt trotzdem mit dem neuen Trainer ihre Zielstellung erfüllt. Der einzige gute Platz hier. Und am meisten macht Fußball Spaß, wenn man am Ende gewinnt. Und ich bin mir sicher, dass wir heute... Verein und Mannschaft sind ganz hervorragend. Die Jungs haben sehr guten Charakter, sind auch fußballerisch sehr gut, sind leistungsfähig, glaube ich, auf der Höhe. Da muss man auch dem Heiko Novak und dem Pavel Dotschew großes Lob zollen, dass sie das so gut hingekriegt haben. Glückwunsch! Hey, Brochi, Junge! Okay. Ja, wo ist er? Ich schlaf, bitte wieder. Vogelbrett hat er aber mit, oder? Ja. Ja, weil er gleich am Sonnen hier mitfahren, dann kann er mit dem Foto machen. Er hat den Geschirr mit, ey. Ja. Da muss ich mal zu ihm hin, weil ich ihn auch vorziehe, aber das ist ja leider in die Hose gegangen. Jedenfalls ärgert es mich, weil. Also, erstmal muss der Torwart schon gelb sehen und zweitens hätte ich nicht gedacht, dass ich eine gelbe kriege. Ich sei nicht dumm von mir, weil eben jetzt bin ich gesperrt und habe eigentlich nur mich selber bestraft. Ich habe heute das Ding verzapft mit 2, mit dem 1-0, mit dem 3-2. Ja. Müssen wir abhaken, weitermachen. Ja, alles noch gut, Mann. Olleshausen ist kein schlechter Torhüter. War in letzter Zeit unsicher. Aber
für mich ist immer noch Maškovjak der Favorit. Männer, das wirft uns nicht um. Das war ein geiles Spiel von uns. Wir haben so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir haben durch Pech verloren, durch nichts anderes. Wenn wir so weitermachen, dann wird das eine geile Saison von uns. Ne? Kopf hoch, immer dran denken. Wenn wir alles geben, kann uns oder können uns nur wenige schlagen. Und die Braunschweiger heute haben uns nicht geschlagen. Die äußeren Verhältnisse haben uns geschlagen. Deshalb Kopf hoch, Männer! Und beim nächsten Spiel drehen wir das Ding wieder um, dann gewinnen wir wieder. Auf geht's! Yeah! When you walk along the beach, all right. See the boys and girls hand in hand. Ooh. Relax in the midday heat, all right. With an ice cream in your hand. Come on. Let me cling to you, baby, like a honeybee. Let us have a damn good time. I got a real good advice to get ourselves some action, cause baby, it sure feels right. Right. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. I'm melting away on a sunny day. Melting away on a sunny day. Oh baby, listen what I say. Alright. Alright, listen. Now listen, listen, baby, listen. Ooh, come on, come on, come on, I like it. Baby, let your hair hang down. Give me some hugging and a loving and a little bit of rubbing. Ohne Musik geht bei mir gar nichts. Also, ja, auch Vorspiel, das hat sich so eingeprägt. Also, ist schon wichtig bei mir. Muss sein. Männer, kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Denn zwar gewinnen können heute, haben es aber nicht geschafft. Trotzdem haben wir unser Minimalziel erreicht. Ja, aber wir haben diese Saison noch nicht ein Derby verloren. Und das wird auch helfen sein. Ja, haben wir Fight machen. Thank you.
rausgehen, sind alle noch im Platten. Dann kommt alle mal raus. Ja, wir haben ja schon sehr schwierige Phasen gemeinsam überstanden mit der Mannschaft, mit dem Vorstand und mit dem Trainerteam. Und das schweißt auch ein bisschen zusammen. Wir haben mittlerweile einen Status erreicht, mit dem wir, was unsere jetzige Situation angeht, Regionalliga Nord, ganz zufrieden sein können. Und ja, wir hoffen, dass wir unsere Ziele erreichen mit der Qualifikation für die dritte Bundesliga. Das ist im Kopf woanders zu sein. Ich war so noch reicht, nehme ich das volle Programm. Genieß den Rest von meinem Rausch, war gar nicht so schwer. Und was ist schon dabei, denn mit wem irgendwann was wo war, wirkt alles halb so brisant, denn wir kommen nicht mehr zusammen. Ich war so
letztes Spiel. Herrliches Wetter, herrlicher Rasen, eine Menge Zuschauer. So macht Fußball Spaß. Und am meisten macht Fußball Spaß, wenn man am Ende gewinnt. Und ich bin mir sicher, dass wir heute gewinnen. Aber nur, wenn ihr auch in diesem Spiel auftretet als Mannschaft, wie ihr es in den Spielen zuvor getan habt. Erinnert euch daran, was ihr versprochen habt, als ihr auf der Fahne unterschrieben habt. Dass ihr immer alles geben wollt. Für den Verein, für die Mannschaft, für die anderen. So werden wir spielen. Ordentlich mehr und weniger als im letzten Spiel. Ne? Feuer deine Jungs an, stell sie dir und präsent sein bei den Standards. Jörn und Holzer, gegenseitig absichern. Ne? Immer ranschieben an die Männer, die sind gefährlich vorne. Und rausschieben. Ne? Wenn wir vorne angreifen sollten, rausschieben, damit das Spielfeld nicht so groß ist. Und zur Not das Ding auch mal weghauen. Nicht alles, man kann nicht alles spielerisch lösen. Wenn es sein muss, fliegt die Kugel. Fabs und Lars. Fabs ist da hinten. Lars. Hauptaufgabe, Seite zumachen. Danach ab und zu mal mit einschalten, klare Bälle spielen. Nicht auf den Gegner warten, sondern auch ruhig anschieben. Peso und Willi. Peso. Ihr müsst die Mitte zumachen. Einer von euch hält immer die Mitte. Heißt für euch, Qualitätspässe spielen. Klare Pässe spielen, ab und zu mit einschalten. Wenn sich der eine einschaltet, sichert der andere ab. Ausi und Sisu. Anlaufen. Wenn sie rausspielen, anlaufen. Attackieren, obwohl ich den Ball haben wollen, nicht 5 Meter vorher stehen bleiben, sodass sie keine klaren Pässe spielen können. Euren Hintermännern helfen, lasst sie nicht alleine und dann natürlich, was wir sehen wollen, das 1 gegen 1 suchen. Und konsequent sein dabei. Nicht einen ausspielen, den anderen ausspielen und dann wieder auf die beiden warten, dass sie nochmal kommen. Geh Richtung Kiste. Wolfi und Rocke, so wie ihr es auch letztes Mal gemacht habt, arbeiten, eure Chancen suchen, ne? Parallel laufen zur Abseitslinie und dann rein starten die beiden da hinten drin. Ne? Die sind langsam, die sind unbeweglich, ne? Und auch nicht die besten am Ball. Das heißt auch immer wach sein und immer bestrebt sein, vielleicht auch mal den Ball abzunehmen. Wir werden sie wieder an der Mittellinie erwarten. Heißt für uns Holzer rausschieben und sobald die in unsere Hälfte wollen, kriegen sie Lack. Da jagt die sie. Hier nochmal die Standards. Guckt euch die nochmal an. Nehmen wir gleich auch nochmal auf. Heiko kann ich ja nicht fragen. Lasst euch schön grüßen, wäre gerne dabei. Hat sonst noch jemand etwas? Physios? Steffen? Sakko? Hi. Ich vielleicht noch. Dass man endlich meine Stärke erkannt hat, dass ich hier vorne mit drin bin. Das freut mich. Das ist nur bei Heiko und Steffen. So könnte man das auch sehen. Ja, genau. Ich bin gespannt, ob du mal einen Kopf bei Tor machst. Sorry. Ja, Männer. In der letzten Woche habe ich viele Mails und SMS aus Düsseldorf gekriegt, die gesagt haben, wir sollten nochmal in diesem Spiel dem Nachwuchs eine Chance geben. Ja, was die aber nicht begreifen ist, dass sie selbst gegen unsere A-Jugend Schwierigkeiten haben zu gewinnen. Ich will, dass ihr heute um jeden Zentimeter Erfurter Boden kämpft. Ja, das ist unser Heimspiel. Ich will, dass sie den Leuten da draußen und den Düsseldorfern zeigt, dass es nur ein Zufall ist, dass die heute noch um den Aufstieg mitspielen und nicht wir. Und ich will, dass wir nächstes Jahr wieder nach Düsseldorf fahren. Aber nur, weil die so ein schönes Stadion haben. Jetzt fertig machen. Ja,
Billy? Das ist scheißegal.